Ja, hallo, ich begrüße euch mal wieder. Weiter geht's in meiner Let's Play-Reihe zu Assassin's Creed Syndicate. Beim letzten Mal hat ja der gute Jacob mit Maxwell Rose hier diese Waffenfabrik gesprengt, beziehungsweise wollte sie sprengen, denn Jacob ist am Ende natürlich eingeschritten und hat die Kinder, die dort arbeiten, vor dem sicheren Tod bewahrt. Ja. Und man sieht, dort ist das brennende Gebäude. Und dort drüben geht es auch schon weiter mit der nächsten Mission. Und von daher straight darüber. Und dann geht es auch gleich weiter. Und man darf wieder gespannt sein, was uns diesmal wartet. So, Jacob muss Maxwell Rose in der Alhambra Music Hall aufspüren und ihn eliminieren. Eieieiei. Ja, dann machen wir das doch mal, würde ich sagen. Eine nette Ladesequenz wieder. Mein Gott. Diese kurze Partnerschaft und alles wieder vorbei und jetzt gibt's Haue. Bin ich ja mal gespannt. Alter, ist das eine Riesenfeier, wa? Was ist denn hier drüben? Zu Alhambra, dort entlang. Oh nein. Da ist er. Platzanweiser, eine Tarngelegenheit. Eine Tarngelegenheit. So. So, das Gebiet erkunden, Gelegenheit identifizieren. Platzanweiser, Tarngelegenheit, Bedienung, Unterstützungsgelegenheit und Maschinist. Gelegenheit für ein einzigartiges Attentat. Okay. Jetzt geht's wieder los. Machen wir erstmal Blinky Blinky. Scheinbar gibt es hier noch nicht so viele Leute. Gehen wir doch erstmal hier voll rein. Das Instant hat sich ganz prächtig entwickelt. Oh ja, das hat es, Sir. Da sind zwei Wachen. Durch den Park mehr oder minder. So, wir sind hier drüber. Und dann gehe ich mal zu der Dame. Die Türen öffnen sich in Kürze. Bitte die Masken anlegen. Wo krieg ich denn eine Maske? Wo krieg ich denn eine Maske? Hey, ich will auch eine Maske. Ah, die da. Okay. Eine Maske von Ruth Wachenplündern. So. Identifizieren. Machen wir das dann? Genau. Eine Maske von Ruth Wachenplündern. Okay. Bitte die Masken anlegen und hier versammeln. Und ich bin nicht Ihr Freund. Nur Maskierte. Ich wiederhole. Ladies and Gentlemen, dieser Eingang ist nur für... Nee, ich will nicht fahren. Wir sollen jemanden... Maskierte Gäste hier entlang. Ich überlege gerade, wo die Person ist, die wir bestehlen sollen. Das finde ich jetzt gerade mal echt interessant. Der Schwindler ist ein merkwürdiger Titel, mein Lieber. Sehen Sie die den Türen da? Öffnen ich sich glaube, in Kürze. Bitte die Masken anlegen. Machen die eigentlich jetzt was? Ist mir noch nicht warum dürfen Sie sehen Sie den da? Wohl handelt? Bitte die Masken Egal, anlegen und hier versammeln. Egal, das sind doch was nicht. Lass uns rein, hey, alter Freund. Nur Maskierte. Und ich bin nicht Ihr Freund. Wegen einer Maske sprechen Sie mit dem Mann bitte dort drüben. Bitte die Masken anlegen. Wann wird die Tür geöffnet? Bitte schließen Sie sich dem Saldiener an. Der geleitet Sie dann ins Theater. Die Frage ist, wie ich das machen soll. Nee, das ist ja tricky, tricky gerade. Echt lustig. Und ich stelle mich gerade wieder saudoof an. Da wette ich doch für. Dann plündere ich den doch einfach mal. Ah, das hat keiner mitgekriegt. Sehr schön. Wir haben die Maske. Damit heißt das, wir dürfen jetzt dort eintreten, ne? Und so sieht der nach Ärger aus. Wir sind dann ganz frisch im Kopf.
Die Frage ist immer, was am besten ist. So. Wir sollen uns ja hier versammeln, ne? Bitten, betreten wir nun das Theater für die heutige Vorstellung. Oh. Kriegen wir hin. So, wir folgen der jungen Dame hier rein. Dort ist ein Eingang. Bin ich ja echt mal gespannt, was noch alles geht. Hier ist der hergekommen! Sind alle bereit? Dann gehen wir rein. Oh, Glück gehabt. Ich dachte, es gibt gleich noch Ärger, aber jetzt noch nicht. So, wir sind drinne. Das wird bestimmt nicht einfach. Da werde ich für. Nachdem ich mich schon so zum Anfang angestellt habe. Ladies and Gentlemen, willkommen in der Alhambra Music Hall. Wir führen heute und nur heute Nacht eine ganz besondere Interpretation von Corvus der Schwindler auf. Auch wenn einige der Effekte bedrückend und zutiefst verstört sind, bewahren Sie Ruhe, meine lieben Gäste. Keine Angst, dies ist nur die reinste Form der Unterhaltung. Die heutige Vorstellung geht dem Andenken und dem Verdienst eines jungen Mannes, der einen festen Platz in meinem Herzen innehat. Alle Bedenken und Beschwerden sind bitte an ihn zu richten. Immer feste drauf hier. Steht ja nirgendwo, dass ich kein... dass ich keinen töten darf. So, da hoch. Wir müssen ja da oben hin, weil... So. Wir haben es geschafft. Da sind wir. Ich habe jetzt natürlich nur gar nicht mehr die anderen beiden vorgenommen. Du noch hier? Ah. Beim letzten Mal hast du uns doch fast vergiftet. Oh. Szene 2 bereit. Von da oben können wir wohl einen Attentat machen. Ich muss den Steg für die Show runterlassen. So, das heißt, wir müssen jetzt ein paar Leute töten. Du weißt, dass er ein Arsch ist, Jim. Er behandelt jeden hier wie sie. Wir haben einen Freiwilligen. Einen aufmunternden Applaus für diesen sehr mutigen Mann. Unser Freiwilliger wird in Kürze für dich sterben, Jacob. Entschuldigung, Liebes. Wo kann ich denn hier mal austreten? Da drüben. Sie haben gleich das Glück mitzuerleben, wie dieser Gentleman beschossen wird. Und zwar aus kürzester Distanz. Unser Kunstschütze wird auf mehrere Ziele rund um seinen Kopf herumschießen. Aufregend, nicht wahr? Wir wollen da jemanden töten? Wird unser Ehrengast unverletzt bleiben? Die Suche verschlingt dich. Das Credo vergessen. Die Beute vor Augen. Die Zähne gespitzt. So, wir sollen jetzt zugucken, wie sie die vergiftet. Kriegen wir hin. Schnell dahin. Ihn jetzt? Muss ich nochmal mit ihr reden? Nee, gar nicht. Einfach nur zugucken, wie die sich vergiften. Na komm. Keine Angst, meine Freunde. Das gehört alles zur Show. Bitte bleiben Sie doch auch für den nächsten Akt des Schauspiels. Oh je. So. Deine Prinzipien, Jacob. So, der nächste ausgeschaltet. So, die poppen einfach weg. Okay. Looks
always been a kenny. Maybe two. So. Immer feste drauf hier. Und so. Deckungsattentat auch geschafft. Und wir knacken das Schloss. Und frei ist er. Das war jetzt ein Witz oder was? Der war doch voll. Und jetzt aber. Okay. Wir haben die Verschlossenen im Freien, damit er den Steg senkt. Ach so, genau da. Das ist 13. So. Tausend Dank. Bitte sehr. So, und jetzt müssen wir noch einen einzigen... Wir haben einen angemessen flachköpfigen Gentleman gefunden. Sie lachen, Ladies and Gentlemen, aber ich versichere Ihnen, dass es wahr ist. Zweifellos können Sie erraten, was gerade in seinem Kopf vorgeht, meine Freunde. Unser tapferer Freiwilliger hat nicht einmal gezuckt. So. Aus einigen Fuß Entfernung wirft unser Artist zielsicher sein Messer auf den Apfel und zerteilt ihn damit. Wenn das nicht rum. Schafft er es oder schafft er es nicht? Jetzt zeig dich! Aber ich hab es. Ich hoffe, Sie haben den Abend bisher genossen, Ladies. Echt geil gemacht. Ich jedenfalls habe das. Vor unserem letzten Akt möchte ich auf die mutigen Menschen anstoßen, die mit Feuer und Flamme das Leben zelebrieren. Und den Tod. Also los, zelebriert! Der steckt die Bude im Brand, oder was? Du bist am Zug, Jacob, mein Bester. Der hat die echt eingesperrt und fackelt die Bude ab. Alter, wie ist er denn drauf? Das war's! Oh, der konnte gar nicht reagieren, Alter. Jinx, Maxwell, was soll denn das werden? Mein Lieber, was für eine Nacht. Der Stoff für Legenden. Warum hast du das getan? Das alles? Was denn? Ein Krähenküken zwischen zwei Fingern zu zerquetschen, die zu zerstückeln, die du unschuldig nennst? Den göttlichen Wahnsinn der Welt zu bewahren? Aus demselben Grund, aus dem ich alles tue. Warum nicht? Der Knutschin! Wow. Der ist echt crazy. Also das muss ich aber mal absolut sagen, die werden ja alle ein bisschen verrückter. Ich dachte, das geht nicht steigerungsfähig, aber das tut es. Die steigern sich echt immer mehr und mehr von der Verrücktheit. So, und jetzt haben wir Japan bestimmt wieder, wie immer, ne? So. Was für eine verfluchte Schweinerei. So, dann bin ich mal gespannt. Oh. Wo muss ich hier lang, Alter? Das kommt. Hier komme ich nicht lebend raus. Doch, kommst du. Ich hab's geschafft. Und raus da.
Alter, Maxwell, ey. Du bist irre. Und das Ding brennt, Alter. Das Ding brennt. Wow. Ich hab's geschafft. Ich hab sogar alles mit Vorgaben geschafft. Yes, yes, yes. So, bewerten. Ganz ehrlich. Ich gebe dem 5 Sterne. Ich fand das richtig nice. Bin ich ganz ehrlich, ich fand's richtig nice gemacht, von daher volle 5 Sterne. Ich fand das richtig gut. So, und dann bin ich immer gespannt, wie es weitergeht, was jetzt passiert. Oh, Starek. Ordnung erschuf Unordnung. Die See erhebt sich, um die Pubs zu fluten und die Laternen zu löschen. Unsere Stadt stirbt. Tupini ist gescheitert. Lucy ist gescheitert. Brutnell, Elliotson. Pearl. Wir alle gingen ins Dunkel. Jetzt ist es an mir. Oh. Die Assassinen brachten das Wilde der Natur in unsere Heimat. Menschen wurden zu Monstern. Stürzten sich auf uns wie Bestien. Wow. Unsere Zivilisation muss diesen Ansturm überstehen. Clawford Starek. Zurückkehren. Fange ich neu an. London wird neu geboren. Oh, da geht jemand auf Jagd. Da geht jemand ganz, ganz definitiv auf Jagd. Der Ebenschnitter ist unter dem Buckingham Palace. Wir haben, was wir brauchen. Jetzt können wir das Eindringen planen. Warte, wir brauchen eine visuelle Bestätigung. Wenn wir da reingehen, müssen wir absolut sicher sein. Wir haben nur einen Versuch, bevor Otso Berg sich auf uns stürzt. Da muss ich schon recht geben. Wir gehen beim Palast in Stellung, aber wir warten, bis du die Daten synchronisiert hast, bevor wir losschlagen. Nun hängt alles von dir ab, Novize. Ja, das ist schön gut zu wissen, dass das mal wieder von mir abhängt hier. Ja. Ladesequenz. Diesmal ohne den Bildschirm vom Big Ben. Oh, diese ist... Kommt spät. Wollte gerade sagen. Starek setzt sich schon in Bewegung. Der Edensplitter ist irgendwo im Buckingham Palace. Soll er ihn haben? Ich habe deine Stümpereien in der Stadt verfolgt. Vielleicht solltest du meinem Urteil vertrauen. Ich habe Stareks Handlanger getötet. Und was hast du gemacht? Fragen wir doch Henry. Sollen wir? Ich habe deine Fehler korrigiert. Überhastet ist nicht schnell genug. Hör auf, Vater zu zitieren. Das ist Plato. Und es tut mir leid, dass mein Plan nichts enthält, was du zerstören kannst. Vater hatte recht, er hat deine Methoden nie gut geheißen. Vater ist tot! Genug! Ich habe Neuigkeiten von meinen Spionen. Auf dem Palastball heute Nacht wird Starek den Edensplitter stehlen und dann die Führer von Kirche und Land eliminieren. Einmal noch wie in alten Zeiten. Und dann sind wir fertig. Abgemacht. Wow. Wie lautet der Plan? Wow, Alter. Da welch ist jetzt aber Geschwisterhass im Brand. Sie beide zu besuchen. Was gibt es Neues auf der Straße? Mrs. Disraeli, wir haben etwas innerhalb des Buckingham Palace entdeckt, das womöglich eine Gefahr... Was meine Schwester sagen möchte, ist, dass wir Zugang zu dem Ball heute Nacht benötigen. Oh, unmöglich! Selbst wenn zufällig noch ein paar Einladungskarten übrig wären, was nicht der Fall ist, oh, dann könnte jemand ihres Standes... Wenn dieser verdammte Nagletstone heute Abend anwesend ist, können Sie meine Karte haben. Perfekt, dann gehe ich allein. Mrs. Disraeli, falls Sie so freundlich wären, meinen geliebten Bruder über den Wohnort der Gladstones zu unterrichten, kann er vielleicht sein Talent einsetzen, um deren Karten zu konfiszieren. Amüsant. Hast du gehört, Dizzy? Wir stibitzen die Einladungen der Gladstones. Wir stiebitzen. Danke, dass du mich dafür meldest, Schwester Herz. Oh, gern geschehen, mein Bruder Herz. Nun, Mrs. Disraeli, entschuldigen Sie mich bitte, ich muss den Maharaja aufsuchen.
Ich habe den Verdacht, dass sie eine zweite Ausführung eines gewissen Gewölbeplans hat. Oh, na sowas aber auch. Überraschung, Überraschung. Ja, jetzt haben wir den. Behandelt mich wie ein Kind. Nicht aufregen. 4 Fähigkeitspunkte haben wir erhalten. Wow. Und damit haben wir eine verfügbare Fähigkeit. So, wir machen erstmal hier Kohle einsammeln. Oh, da war ja richtig Asche drinne. Da war ja richtig Asche drinne. So, Leute. Das war die Folge. Ich hoffe mal, es hat euch gefallen. Ihr wisst, wie es geht mit Kommentare, Like und Abo. Und in diesem Sinne, danke fürs Einschalten. Und dann wie immer, ne, bis zum nächsten Mal. Und bis denne.